das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft. Der Trend geht zur Stadt. Weltweit leben mittlerweile mehr Menschen in Städten als auf dem Land und auch immer mehr industrielle Unternehmen zieht es zurück in die Metropolen. Doch wie passen sie in die Umgebung? Welche Chancen bieten sich für Unternehmen als auch für Anwohner? Am Fraunhofer Institut für Arbeitsorganisation forschen Wissenschaftler zu genau diesem Thema und Detektor FM-Redakteur Max Heke erklärt, wie sie Unternehmen bei der Suche nach einem passenden Platz in der Stadt helfen können. Früher gab es noch eine klare Trennung in der Stadt. An den Rändern durfte das produzierende Gewerbe in sogenannten Industriegebieten sein Tagewerk verrichten. In den Zentren der Stadt waren Einkaufsläden, Dienstleister, Parks und natürlich Wohngebiete. Dieses klassische Bild der Stadt wandelt sich. Immer mehr industrielle Unternehmen verschlägt es zurück in die Stadt. Und um auf der Höhe der Zeit zu sein, will ich mein eigenes Unternehmen im Zentrum Leipzigs gründen. Mein Produkt? Fair hergestellte Kleidung. Kleidung wird immer gebraucht und nach den jüngsten Skandalen in der Textilbranche könnte ich mit regional produzierter Kleidung den Nerv der Zeit treffen. Weil ich natürlich keine Ahnung vom Unternehmertum habe, hole ich mir Hilfe. Bei Joachim Lentes vom Fraunhofer Institut für Arbeitsorganisation. Wir würden dann gemeinsam anschauen, was ist Ihr Produkt, Ihr Markt. Wir müssen dementsprechend, muss das Unternehmen aufgestellt sein, wo müsste man wie, mit wem kooperieren. Also sprich, wir würden Ihnen eigentlich bei der Unternehmensentwicklung helfen. Drei zentrale Faktoren sind bei der Firma in der Stadt zu beachten. Mensch, Organisation und Technik. Beim Faktor Mensch geht es sowohl um die Mitarbeiter als auch um die Kunden. Für Mitarbeiter können sich beispielsweise die Arbeitswege verkürzen. Wenn meine Mitarbeiter etwa Angehörige zu Hause betreuen, kann ich als Unternehmer besser auf ihre Wünsche reagieren und die Mitarbeiter flexibler in die Produktion einbinden. Noch dazu können Unternehmer Freizeitangebote oder Betreuungseinrichtungen für Kinder ermöglichen. Joachim Lentes erklärt, warum urbane Produktion auch für Kunden interessant sein kann. Wenn ich als Unternehmen für Endkunden produziere, kann ich die ganz neu meine Unternehmensprozesse einbinden. So wie wir alle beispielsweise für IKEA schon die Enddistribution plus die Montage übernehmen, kann ich mir überlegen, wie kann ich als Unternehmen dann Kunden besser in meine Prozesse einbinden, um auch die Bindung des Kunden an das Unternehmen, an das Produkt zu erhöhen. Und andererseits dem Kunden dann wiederum anforderungsgerechtere Produkte zu bieten, weil ich vielleicht besser verstehe, was der Kunde braucht, was er wünscht. Die räumliche Nähe zum Kunden kann sich also auszahlen. Auch für die Organisation des Unternehmens bieten sich Chancen. Gibt es vielleicht andere Firmen, mit denen ich kooperieren kann und die bestimmte Arbeitsschritte übernehmen können? So können Produktionsgemeinschaften oder Genossenschaften entstehen. Im Fall meiner Textilfirma etwa bietet sich ein Partner an, der die Kleidung nach den Wünschen der Kunden bedruckt. Der dritte Faktor ist die Technik. Große Produktionsanlagen mit schweren Maschinen sind in der Stadt ungünstig. Und auch bei meinem Bekleidungsunternehmen gibt es Herausforderungen. Was macht denn tatsächlich Sinn in der Stadt? Das wäre eben eher emissionsarm, also keine Gerüche, möglichst wenig Lärm. Und was würde man eventuell doch auslagern, auch weil Flächen außerhalb der Stadt natürlich günstiger sind als typischerweise mitten in der Stadt? Der Trend zum Unternehmen in der Stadt hängt mit einem generellen Paradigmenwechsel in der Produktionsarbeit zusammen. Bisher ging alles auf serielle Massenproduktion. Dank der rasanten Entwicklung in der Informationstechnologie ist es heute möglich, individualisierte Produkte herzustellen. Die Rede ist von der Industrie 4.0. Industrie 4.0 wäre die weitergehende Durchdringung von Produkten, Produktionssystemen mit IT und zwar auch gerade durch die weitergehende Vernetzung im Sinne eines Internet der Dinge. Das heißt, Maschinen könnten miteinander kommunizieren, so könnte dann ein Auftragsdurchlauf organisiert werden. Ein Produkt in der Werkhalle könnte einer Maschine mitteilen, pass auf, man muss jetzt diesen oder jenen Fertigungsschritt an mir vornehmen. Jeder Kunde kann ein Produkt nach seinem Wunsch bestellen. Das fängt bei My Müsli an, wo man sich sein eigenes Müsli zusammenstellen kann und hört beim individualisierten Auto auf. Da fügt sich sicher auch ein Unternehmen für personalisierte Kleidung gut ins Stadtbild. Die urbane Produktion geht auch mit der Frage einher, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Ist die Trennung von Wohnraum und Industriegebiet noch sinnvoll? Für Joachim Lentes vom Fraunhofer Institut für Arbeitsorganisation ist die Richtung klar. Und diese neuen Möglichkeiten, auch über die Industrie 4.0, das heißt, ich kann jetzt überhaupt dezentrale Produktionseinheiten sinnvoll verknüpfen, schaffen auch die Möglichkeit, Arbeiten und Leben wieder besser zu integrieren. Dass ich eben kein reines Wohngebiet mehr habe, sondern ein funktionierendes Mischgebiet, wo eben Wohnen, Leben, ein Stück weit auch Arbeiten, aber auch Kultur und Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind. Das heißt, eher wieder eine kleinteilige Gemeinschaft.
leichte Struktur bekommen kann, als große Monokulturen anbieten. Mein Bekleidungsunternehmen habe ich dann übrigens doch nicht gegründet. Da ich schon regelmäßig an meinen BAföG-Unterlagen verzweifle, war mir der bürokratische Aufwand für die Unternehmensgründung einfach zu groß. Ich konzentriere mich also weiterhin aufs Tragen und Erwerben von Kleidung. Dafür gibt es schließlich überall in der Stadt genügend Angebote. Das Forschungsquartett, eine Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.